Willkommen zurück, Barja. Dunkel. Wie war dein Ausflug? Ich war schon. Wir waren bei meinem Kumpel und haben Stammbus gebraucht. Und hast du ihnen den Weg nach Hause gezeigt? Jo. Die Welt war nicht gut. Wir fanden keine Schlafen, bei einem Kumpel Meerkatzen und einem Teppich, die sich über Steuererklärungen unterhielte. Dieser nette Geist gab mir ihre Sonnenbrille. Wow, cool. Und ist sonst so ab? Der Himmel, die Sonne, aber keine Stimme. Und Bäume? Nein, Bäume sind in der Mitte. Nicht für Ameisen. Ich mag die Ameisen. Sie sind so niedlich. Hast du Ameisen? Nicht dabei, nein. Und du, Ameisen? Sind geradeaus, tut mir leid. Keine Ameisen. Wie wäre es stattdessen mit einem Drink? So, ich will mich fühlen wie eine kleine, flinke Ameise. Du willst dich ameisieren? Alles klar. Okay, einen Flink-Drink brauchen wir. Da gibt es eigentlich nur einen. Dann noch einen zweiten mit sehr viel. Nee. Ich dachte, wir hätten mal einen gehabt, aber da kommt eigentlich nur der hier in Frage. Der Febeldrink. Wir müssen es mal hinkriegen, das irgendwie zu mixen. Dass wir den mal einen Zahn hier reinkriegen. Naja, es hat keine Stärke, verdammt. Das wird so nix. Richtig. Versuch's trotzdem. Mist. Müssen wir mal einen anderen Link hinkriegen. Schneller Schluck wäre das. Einen anderen mit sehr viel Schnell oder ein bisschen Stärke gibt es nicht. Verdammt. Ne, wo Geschwindigkeit drin ist, ist keine Stärke drin. Sieht wohl so aus. Tja, da müssen wir das erstmal so durchgehen lassen. Bitte sehr, für meine liebsten Ameisen, ehrenhalber. Ich will Bäume sehen. Sie kommen dir bestimmt etwas größer vor. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Jo, Möhrensuppen. Was? Mein Hut schon noch drin. Allerdings. Ich habe Wei letztens erst einige gegeben. Hast du schon Besucher gehabt? Ja. Sie brauchen sie nicht. Die Stammbusch
Dass ich meinen Namen benutzen muss, gut zu sein. Sie müssen wunderschön sein. Ich mache noch nicht. Ich hoffe nie. Das wird Sie sicher freuen. Ich hoffe. Und wirklich, wie gut. Um ehrlich zu sein, ich bin etwas durch den Wind. Die letzten Tage waren ziemlich anstrengend. Ich versuche positiv zu denken und ich kann nicht behaupten, dass es mir gelingt. Wie fürchterlich. Möchtest du nur ein paar Punkte oder Blumen und Büchern ziehen? Ich glaube, deine Gesellschaft wird mehr als ausreichend sein. Was ist mit Schwungs Blumen? Ich habe ihn bestimmt gebraucht, falls ich dich aufhalten muss. Für mich? Jo. Es sind ganz besondere Blumen. Sie sollen Urs Lieblingsblumen sein und sie sollen dich mit Urs Segen schützen. Sie machen dich geschickt und flink wie eine arme Sohn. Vielen Dank, Baria. Ich wollte auch den anderen schicken. Mir hat das gut. Aber dann habe ich mich daran erinnert, dass die Banshee Marie und mir immer erzählte, dass viele Leute nicht gerne trinken. Das stimmt. Ich hoffe, ich kann ihn ein wenig aufhalten. Du hättest mich schon enorm auf. Wirklich? Absurd. Mir war so stinklangweilig. Und jetzt habe ich gute Laune. Küsst erfolgreich. Hallo. Ich habe auch einige Fragen. Frug. Hast du Maddie irgendwo gesehen? Die kleine Katzenwugalkin? Sie hat vielleicht deine Blumen untersucht oder sowas. Nun. Ich habe keine Katze gesehen, aber ich war beschäftigt mit meinen Trübsalweiden. Sie brauchten viel Liebe. Verstehen. Wie geht es denn im Sumpf? Gut. Ja, es gibt völlig nicht Mist. Und es gibt so viele interessante Kreaturen und Pflanzen. Was für Pflanzen? Welche mit Zähnen? Ohne gebrochene Zähne. Oder gestochen. Oder seltsame Muster, die lang vergessene Feder machen. Dildo, das muss ich mir reinziehen. Sie sind so nett. Sie können sprechen. Wie kleine, schreckliche Vögel. Du bist eine von denen, die mit Pflanzen sprechen können? Mit Pflanzen sprechen können. Junge. Wie geht es Ihnen, den Pflanzen, meine ich? Es kommt auf die Pflanze an, aber sie sind unbedingt. Sie gibt Wasser. Sie hassen Wasser. Sie bestimmen sich in den Ursprung und Rücken. Sie sind indifferent wegen des Wasser. Moment, was war das? Indifferent. Das heißt, dass es ihnen egal ist, aber dass sie etwas dazu sagen wollen.
Nein, die Untoten. Oh, das. Die Bäume und vorne vom Busch sind sehr wütend. Sie sagen, dass Untote an ihren Mäusen und ihre Hunde und ihren Blättern nagen. Und ihren Hirnen? Nein, und die kommen sie nicht um. Das gibt so viel von ihnen. Vielleicht werden die Leute mal gerettet oder verrückt. Der fahle Frost, das war ich noch nie. Kann man da gut abhängen? Ich finde viel zu trocken. Aber vielleicht mögen die Leute das. Ich hätte gedacht, dass sie die sumpfige Gegend bevorzugen. Das sollte wieder. Tschu. Hey, Bayer, kannst du mir diese Pflanzen aus dem Abgrund des Zwielichts zeigen? Und wüsste zu gerne, wie sie schmecken. Musst du mir meine Büchern helfen? Muss ich es nicht wirklich? Bitte. Na gut, aber nur weil mir langweilig ist. Bitte, gibst du mir Leute, die etwas Ofen dran gebrauchen könnten? Und ich. Wird gemacht. Viel Spaß, ihr beiden. Danke. Da fahren sie wieder weg und da kommt ein Fable. Hallo Fable, wie geht's? Alles in Butter? Alles in müde. Also, leider nein. Was ist los? Die Stadt versinkt im Chaos. Dahin und Themis und Trigarin auch. Wir wissen immer noch nicht, was genau eigentlich passiert ist oder wie es passiert ist. Es gibt ein Untotenproblem. Nicht allzu weit von hier und Archie geht es wirklich schlecht. Und seit Tagen hat niemand Maddie gesehen. Die Leute machen sich Sorgen und manche überhaupt keine. Una meinte, ich sollte mir keine Sorgen machen, aber es ist schwer. Sehr. Ich will, dass alles wieder in Ordnung kommt. Ich will, dass alle vor dem hier sicher sind, was auch immer es ist. Frieden. Ich weiß, dass im Moment viel los ist. Vor allem, weil du von Arnton gerade regelrecht überflutet wirst. Entschuldige die Wortwahl. Aber Una hat recht. Sorgen zu machen bringt auch nichts. Da kümmert sich bestimmt schon jemand drum. Du kannst nicht jeden retten, Fable. Und es gibt jede Menge talentierte Abenteurer da draußen. Jemand wird sich drum kümmern. Das tut immer jemand. Vielleicht sollte dieser jemand ich sein. Das musst du nicht. Ich wünschte nur, ich könnte mehr tun. Das kann ich verstehen. Wie wäre es mit einem Drink? Das kann ich jetzt gerade für dich tun. Gerade nicht, denke ich. Hey, du siehst gestresst aus. Gestresst? Warum denn? Mir geht's klasse. Wirklich alles bestens. Was ist denn los? Nichts ist los. Mir geht's absolut spitze. Wenn du das so sagst, muss irgendwas wirklich Schlimmes passiert sein.
Wie wäre es mit einem Drink? Einem, der dir hilft, die richtigen Worte zu finden. Na gut. Vielleicht können wir hier Charisma. Gibt es ein Charisma mit ein bisschen Stärke? Ich muss das hier irgendwie beifügen. Charisma mit ein bisschen Schnelligkeit, ein bisschen Stärke. Eisschnee, aber das ist nicht, das ist eine komplett andere Richtung. Der hat ein bisschen Stärke, aber der hat. Ich denke, können wir damit überhaupt mixen. Den können wir damit mixen. Nein, könnte man nicht. Den Drink könnte man mixen. Mit dem Zahn. Das ist gerade so wirklich der einzige. Herzenssprecher. Dann gibt's meinen Schlägermeister. So Mist. Noch ein bisschen Inspiration rein. Und an Duschstriche nicht vergessen. Ich hoffe, das hilft dir bei der Wortfindung. Ein wenig. Danke. Gern doch. Also, was ist los? Nichts. Wenig. Eigentlich kommt was. Ich war mal unterwegs und versucht, Melina zu finden. Nach den Neuen gesehen, um die Fame mich gebeten hat. Vielen Dank dafür. Ja, nachdem du mir letzte Nacht geholfen hast, wollte ich. Ich bin einfach froh, dass ich helfen konnte. Da war ich also auf einer Wanderung entlang der Grenzen von Themis. Eine Wanderung ist gut, oder? Genau, fantastisch. Ich habe viele neue getroffen. Viele Echos. Hast du mit ihnen geredet? Natürlich nicht. Ich weiß nicht, was ich anderes erwartet habe, um ehrlich zu sein. Merkwürdig ist es aber. In Gaia gibt es nicht besonders viele Echos. Jetzt schon. Die Flut hat anscheinend jede Menge primordiale Flüchtlinge hergebracht. Leviathans Reich ist im Moment absolut chaotisch, heißt es. Und nicht jeder lebt gerne unter Wasser. Oh, ich hoffe, sie kommen alle gut unter. Sie suchen mit. Einige Händler haben ihnen sogar Reisen nach Visor und darüber hinaus angeboten. Nach Burkham zum Beispiel, laut ihnen der perfekte Ort für einen Urlaub. Das ist es auch. Es liegt genau am Wattenmeer von Visor, bei Reisenden und Rentnern äußerst beliebt. Ich glaube, Una lebt dort, wenn sie mir nicht gerade hier auf die Nerven geht. Wundervoll. Da ist es bestimmt großartig. Man kann da bestimmt super entspannen. Was ist los, Kumo? Nichts. Überhaupt nichts. Nur meine Eltern, die einen netten kleinen Ausflug nach Burkham unternehmen.
deine Eltern? Also, ihre Geister? Ist Tuat etwa überflutet worden? Unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass die Seelen der Toten die Überwelt so einfach verlassen können. Du hast recht. Es wäre äußerst schwierig für Geister aus Tuat in eine Mokteebar zu gelangen. Aber Touristen in Gaia zu sein, ist wesentlich einfacher, wenn man nicht tot ist. Tut mir leid, aber du musst mir jetzt nochmal helfen. Du musst das jetzt nochmal ganz genau elaborieren. Wie war das nochmal mit deinen Eltern? Ganz einfach. Meine Eltern sind nicht tot. Ich habe sie mit den Händlern nach Themis gesehen. Sie haben eine Kutsche und eine All-Inclusive Bootstour nach Burkab gesucht. Sie haben die ganze Zeit davon gesprochen, wie sie das Beste daraus machen werden, die urtümliche See zu verlassen. Das ist Ferienzeit, ein Glück im Unglück. Gut für sie. Aber du hast nicht gesehen, wie sie gestorben sind? Nein, alles was ich sah, war eine brennende Stadt. Ich konnte sie nirgends finden. Zu diesem Schluss bin ich selbst gekommen. Also sind sie gar nicht gestorben? Sie haben mich verlassen. Ja. Also wirst du eine Abreibung verpassen? Das habe ich nicht in Betracht gezogen. Sollst du? Es könnte eine Lösung sein. Möglich. Und hast du dich in der Person gerecht, von der du dachtest, sie hätte sie getötet? Also Abreibung ja oder nein? Ich bin nicht sicher, dass... Ich weiß nicht, was ich tun soll. Möchtest du darüber reden? Nein, jetzt nicht. Kuh, vielleicht solltest du... Elena, was ist mit ihr? Hast du sie gefunden? Bisher nicht, aber Nico hat sie zuletzt bei den Mondsümpfen gesehen. Was? Vor ungefähr 2 Tagen. Aber dort ist ein Portal zum Abgrund des Zwielichts, wo diese Drachen verdammte Flut ihren Anfang genommen hat. Allerdings hat Sabaya sie gesehen. Nein. Der Tag wird immer besser. Wunderbar. Genial. Das sagst du heute beängstigend oft. Wenn es alles so wunderbar ist. Ich werde weiter nach ihr suchen und... Du kannst nicht wirklich viel tun, ohne dein Gasthaus zu verlassen. Außer vielleicht... Schreibe eine Quest aus, meine zu finden. Jetzt, bitte. Ich muss mir darüber im Klaren werden, was ich mit meinen Eltern tun soll, bevor sie wieder verschwinden. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Jemand muss ihr helfen, aber ich kann nicht. Wir müssen sie finden. Bitte hilf mir. Ich habe noch nicht wirklich genug Informationen, aber ich werde mehr herausfinden und dann eine Quest schreiben. Bist du sicher, dass du nicht selber gehen willst? Dass sie sicher ist, ist mein größter Wunsch. Aber wenn ich nicht herausfinde, was ich wegen meiner Eltern tun soll, dann werde ich den Rest des Lebens bereuen. Ich muss den anderen vertrauen, dass sie sie finden. Das werden wir. Ich verspreche es. Bitte. Ich muss gehen. Viel Glück und bis bald. Ja, brenne ich ab. Dein Gasthaus meine ich.
Ich gebe mein Bestes. Fabel, wir zwei wieder. Da macht sich jemand ganz schön Sorgen. Natürlich tut er das. Glaubst du wirklich, dass Melly okay ist? Natürlich ist sie das. Alles andere, das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Das ist dies, der geht's spitze. Sie ist cleverer als alles, dem sie begegnen könnte. Sie kommt schon zurecht, das weiß ich. Ich auch, aber sie ist immer noch ein Kind. Ein sehr fähiges Kind. Aber ein Kind. Wo auch immer sie ist. Ob sie einfach nur den Himmel beobachtet oder ein Geheimnis gejagt hat, sie könnte Hilfe gebrauchen. Also gib mir die Queste. Wie bitte? Gib mir die Queste, damit ich sie finden kann. Nee, ich habe noch nicht genügend Informationen. Es ist schon in Ordnung. Ich kenne Gerüchte und ich kenne Maggie. Ich glaube, das reicht, um sie zu finden. Und außerdem, ich glaube nicht, dass wir die Zeit haben, pedantisch zu sein. Manche Dinge müssen die richtige Ordnung haben. Deine Ordnung? Ja, es tut mir leid, aber so ist es nun mal. Weil du es so gemacht hast. Fame, hör mir zu. Wenn du übereilt aufbrichst, bringst du nur Maddie und dich selbst in Gefahr. Du hast mir gerade gesagt, dass ich mir keine Sorgen machen soll. Wie gefährlich kann es also sein? Also. Vor einer Woche hast du mich noch ermutigt, auf mehr Abenteuer zu ziehen. Oder ist es nur okay, wenn es um einige Schnecken geht? Ich glaube, dass die Flut das sehr mächtig verursacht wurde. Ob aus Versehen, mit Absicht oder keins von beidem. Es ist eindeutig nicht harmlos. Und ein Abenteuer übersteigt alles, was du kennst. Was, wenn sie im Abgrund des Zwielichtes ist? Du hast diese Ebene nie verlassen. Du brauchst ein höheres Level, ehe du dich solchen Gefahren stellen kannst. Vielleicht brauchen einige der Bauern in der Umgebung noch Hilfe. Ihre Felder haben sicher jede Menge Schaden genommen. Archie braucht sicher auch noch etwas Aufmunterung. Hör auf, so herablassend mit mir zu reden. Hör mal, ich glaube einfach nicht, dass du dafür bereit bist. Warum machst du sowas? Du hast mir immer gesagt, dass ich aus meiner Komfortzone heraus soll, dass ich stärker werden soll und mutiger. Und du hast mir immer damit geholfen. Und jetzt, wo ich so weit bin, ist das plötzlich falsch. Hör mal, ich sag ja nicht, dass es falsch ist. Ich sag nur, dass der Zeitpunkt falsch ist. Und warum kannst du darüber entscheiden, wann meine Zeit gekommen ist? Warum sollte ich meine Komfortzone stetig verlassen, aber es ist plötzlich ein Fehler, wenn ich deine verlasse? So einfach ist es nicht. Ich weiß, ich bin über 100 Jahre alt. Ich weiß, dass es manchmal nicht so einfach ist. Und ich weiß auch, dass sich die Dinge nicht ändern, wenn man so tut, als wären sie nicht da oder als würde sie einem nicht empfehlen. Denk, was du willst, Fable, aber die Quest ist noch nicht ausgeschrieben, also kann sie auch niemand annehmen. Ich brauche keinen Zettel, um Maddie zu suchen. Mach mir einfach einen Drink. Fable, sieh es mal so. Du könntest auch beide ins Verderben reißen. Du gibst dich auf die Suche nach jemandem, die seit einer fürchterlichen Katastrophe niemand gesehen hat.
Sie könnte überall sein, auch in einem Reich voller Albträume, von dem du nicht die geringste Ahnung hast. Du hast noch niemals einen bleichen Schleier gesehen und die sind noch das geringste übrigens. Hier sind die Abenteurer, die weitaus Schlimmeres gesehen haben. Die weitaus bessere Chancen haben, sie sicher zurückzubringen und selbst wohlbehalten zu bleiben. Du willst mir so sagen, dass du mir keinen Drink machen wirst? Lass es einfach. Jemand anderes kann sich darum kümmern. Und an meine Stelle verletzt werden? Das habe ich so nicht gesagt. Du hast es aber gemeint. Du weißt nicht, was da draußen auf dich wartet, Fee. Ich bitte dich. Ach, und du schon. Bitte, bleib hier. Du kannst mich nicht ewig hier behalten. Warum nicht? Weil ich eine Entscheidung getroffen habe. Und das habe ich auch. Du bekommst keinen Drink von mir und keine Quest. Gut, ich brauche eh keinen Drink. Mach dich nicht lächerlich. Ohne meine Hilfe auf Abenteuer rauszuziehen, ist bestenfalls waghalsig und schlimmstenfalls sehr dumm. Ich werde nicht herumsitzen und andere Leute leiden lassen. Nicht, wenn ich ihnen helfen kann. Ich bin nicht so wie du. Du hast recht, das bist du nicht. Du hast keine Ahnung, worauf du dich da einlässt. Ich weiß, dass ich Melina finden werde und dass es mir egal ist, was ich dafür tun muss. Und niemand wird mich aufhalten, nicht einmal du. Fable. Sie war immer ehrlich zu mir. Wenn ich mich nur besser erklärt hätte. Und jetzt rennt Fable Xisam Tod entgegen. Weil ich nicht... Nein, ich will gar nicht daran denken. Was mache ich jetzt mit diesen Gerüchten? Ich verwahre sie wohl besser. Am besten mache ich wohl für heute Schluss. Ach, jetzt machen wir eine Quest daraus, oder was? Jetzt. Am besten wird derzeit ungewöhnlich für Untotaktivität gemeldet. Die Bäume des freien Forstes klangen über Mutschüben und wurde die ihre Wurzeln zweigte. Und wurde das würde ich sagen. Tod und Blutzeug. Der fahle Forst und die umliegenden Gegenden werden in letzter Zeit von Untoten heimgesucht. Es begann mit Untotenschnecken, die Ernte angriffen, dann humanoide Kadaver, die den Frust selbst überfallen. Die örtliche Fauna findet einfach keine Ruhe. Niemand weiß, woher der Hunger der todlosen und vegetarische Kost herrührt. Einige tapfere Abenteurer, am besten mit Erfahrung in leblosen Angelegenheiten, sollen sich darum kümmern. In Dieb. Dann Lüftungszeit. Thermale Säuberung. Und gute Nacht.